Mit einem besonderen Gast auf der Bühne feiert die Fondation Bayle morgen ihr grosses Sommerfest. Der New Yorker Musiker, Mohler und Querkopf Adam Green geht im Park ein Akustikkonzert. Jan Kirchhofer konnte den Künstler heute kurz treffen. Für sein Gastspiel in der Schweiz hat sich der Adam Green entsprechend vorbereitet. I've got a bottle of Appenzeller and like wo ich hier angekommen bin, habe ich mir gerade eine Flasche Appenzeller und die Appenzeller Sennenkutte gekauft. Ich bin jetzt total ausgerüstet für was immer die Schweiz mir zu bieten hat. I'm really ready for whatever Switzerland has to bring me, you know, at this point. So. Was gefällt Ihnen am meisten daran? Ich mag alles daran. Die Edelweiss, die rote Farbe, was man die Brust hier sieht, die Kürze der Ärmel. Ich mag einfach die Tradition dahinter. Exposed chest hair. The shortness of the sleeve. I don't know. Just you know, the tradition of it. I really like the tradition. Sie könnte Gott direkt aus den Alpen kommen, so. Yeah, I mean, I feel like I could be coming down. Ich denke, ich könnte so Gott zur Hügel runterkommen mit meinen Kühen, parat zum allen Hallo sagen in der Stadt. Der Adam Green kommt zwar ohne Kühe, dafür aber mit einem neuen Album, wo er zusammen mit der kalifornischen Sängerin Binky Shapiro aufgenommen hat. Bei den neuen Liedern geht es viel um Liebeskummer. Well, yeah, to some degree, I mean. Also bis zu einem gewissen Grad, ja, die Umstände waren ein paar Trennungen. Viele Texte drehen sich um das. Aber ich glaube, das Album hat generell mit der Spannung in Beziehungen zwischen Mann und Frau zu tun. Than anything, it sort of like kind of has to do with like the tension of just sort of like, you know, male-female relationships. Das Konzert morgen ist aber ganz anders. Ich spiele morgen ein Akustikkonzert mit meinem Freund Francesco. Wir machen keine Duets wie auf meinem letzten Album von Anfang Jahr, wo ein Duettalbum ist. Emily aus dem 2005 ist wohl das bekannteste Lied von Adam Green. Seitdem hat es Multitalent aber auch vermehrt selber gemalt. Die Fondation Bayle sagt für ihn darum auch Inspiration. Sie haben die Max-Ernst-Ausstellung hier. Mehr Max-Ernst, als ich in meinem ganzen Leben bisher gesehen habe. Wir haben etwa 5 Max-Ernst-Werke in der Durchstellung im Museum of Modern Art. Aber sonst sieht man den Künstler nicht oft. Aber macht der grosse Appenzeller und Alpenfan auch noch einen Ausflug in die Berge? Well, I don't think I'm gonna have the time. Ich glaube nicht, dass ich Zeit habe und ich wollte zuerst mehr darüber wissen, bevor ich es probiere. Und ich brauche noch die richtigen Schuhe. Morgen spielt Adam Green auf einer Bühne über dem Brunnen von der Fondation Bayle. Ja, Sommerfest in der Fondation von dem